Gerade was die US-Aktienmärkte betrifft, ist vieles wahrscheinlich durch Mechanik ausgelöst. Also zum Beispiel durch Optionen, gerade diese Zero-DTE-Option, diese Option, die am selben Tag noch verfallen und immer größeres Volumen an sich ziehen, was dann wiederum die Verkäufer dieser Optionen dazu bewegt, sich abzusichern, das Underlying zu kaufen oder zu verkaufen. Dadurch entsteht eine gewisse Hebelwirkung. Oder denken wir an die ETFs, die dann bestimmte Klumpenbildungen gerade in Tech-Aktien noch weiter verstärken, weil die natürlich dann, wenn sie Indizes abbilden, dann vor allem die Schwergewichte abbilden. Aber vieles geht dann sozusagen jenseits einer fundamentalen Begründung für irgendeine Bewegung nach oben oder nach unten. Dennoch braucht und will die Wall Street natürlich ein Narrativ, warum etwas passiert. Und heute haben wir wieder mal zu starke Arbeitsmarktdaten. Und normalerweise müsste man ja denken, das ist nicht gut. Also zu gute Daten heißt, dass die Fed die Zinsen nicht senken kann, dementsprechend negativ für die Märkte. Und so haben sie auch erstmal reagiert. Aber dann kam ein Narrativ hinterhergeschoben, das sagt, naja, also wenn jetzt die Arbeitsmarktdaten gut sind, dann heißt es ja, dass die Wirtschaft gut ist. Und wenn die Wirtschaft gut ist, dann können die Unternehmen doch gute Gewinne machen. Das ist an sich gar nicht logisch mal falsch. Das Problem ist nur, die Arbeitsmarktdaten sind nicht so wirklich gut, wenn man sie sich genauer anschaut. Hier wird eine Illusion aus dem Hut gezaubert, die faktisch an der Realität vorbeigeht, aber die natürlich dankbare Abnehmer findet in der Hoffnungsmaschine Wall Street, die aus finanziellen Interessen immer wieder die nächste Sau durchs Dorf treibt. Schauen wir uns die Dinge mal an, wie sie heute gelagert sind nach dem gestrigen Abverkauf, der durch Geopolitik, also durch die Sorge, dass es da einen militärischen Konflikt zwischen Israel und Iran geben wird. Jetzt muss man abwarten, was passiert. Wir sehen, der Ölpreis steigt erstmal weiter, fällt auf keinen Fall, jedenfalls damit auch wieder inflationäre Tendenzen, aber dazu später. Aber jedenfalls die Arbeitsmarktdaten, 303.000, deutlich mehr als erwartet, Konsensschätzung 214.000, Arbeitslosenquote auf 3,8% gesunken, die Stundenlöhne sind genauso reingekommen wie erwartet, wobei die Daten zum Vormonat ein Ticken nach oben revidiert wurden, also im letzten Monat sind die Stundenlöhne etwas stärker gestiegen als zunächst gemeldet. Okay, könnte man sagen, naja, das ist jetzt wirklich suboptimal, zumal wenn wir uns die Schätzungen anschauen, hier sehen wir, die höchste Schätzung lag bei 250.000 neuen Stellen. Das wurde ja also deutlich übertroffen. Auch die Arbeitslosenquote doch relativ gering. Und eines ist zumindest oder spricht für die Qualität dieser Arbeitsmarktdaten heute, nämlich die sogenannte Household Survey. Es gibt ja zwei Umfragen. Einmal die das, was wir sozusagen an Non-Farm Payrolls bekommen, die Zahlen neuer Stellen, das sind Anfragen an Firmen, die dann sagen, ja, wir haben so und so viel eingestellt oder so und so viel entlassen. Und dann gibt es noch telefonische Umfragen, der sogenannte Household Survey. Und der war diesmal auch gut. Das war oft anders. Oft waren die Non-Farm Payrolls gut, aber der Household Survey schlecht. Diesmal ist das mehr oder weniger inline, passt also in irgendeiner Form zusammen. Hier sehen wir, das ist der höchste Wert jetzt diesen Jahres, den wir bekommen haben, was diese 303.000 neuen Stellen betrifft. Das ist eine 4-Sigma-Standardabweichung, was die Zahl betrifft der neuen Stellen in Relation zu erwarten. Wir haben zwar den Vormonat um 5.000 Stellen nach unten revidiert, aber den Januar um 27.000 Stellen nach oben revidiert. Also für die letzten beiden Monate sogar nochmal 22.000 Jobs mehr. Das nur am Rande. Aber gucken wir uns mal die Zahlen seit Januar an. Januar war eine 5-Sigma-Abweichung. Februar eine 3-Sigma-Abweichung, jetzt haben wir eine 4er-Sigma-Abweichung. Das ist schon statistisch relativ auffällig. Und was kann dahinter stehen? Wahrscheinlich Migration. Das heißt, es kommen ja monatlich etwa 300.000 Leute in die USA über vor allem die Südgrenze. Und jeder, der dann irgendwie einen Job annimmt, ist eine neue Stelle. Und was noch dazu kommt, die Government Jobs, also das, was sozusagen direkt beim Staat arbeitet. 71.000 neue Stellen, das ist der zweithöchste Wert seit Anfang 2023. Und wenn wir uns hier mal die Beschäftigungslage bei den Government Employment, also die direkt vom Staat eingestellt werden, dann geht das ungespitzt nach oben in diesem Chart, nachdem es zunächst in Corona einen Rückgang gab. Haben wir jetzt der neue Rekord, so viele Leute haben noch nie irgendwie im Auftrag der US
des US-Staates gearbeitet. Okay, kann man machen. Auch die Amerikaner erhöhen ihre Staatsquote. Das können wir, nicht nur wir, unter Führung von Robert Habeck und seiner leicht planwirtschaftlichen Tendenzen. Aber was jetzt noch schlimmer wirkt oder ist aus meiner Sicht, ist, dass eben die Qualität der Jobs ziemlich mies ist. Wir sehen, Fulltime-Jobs sind jetzt 6.000 Stellen im März verloren worden, während Parttime-Jobs um 671.000 gestiegen sind. Das heißt, wir sehen also immer mehr diese Zweit- und Drittjobs. Das spricht jetzt nicht dafür, dass letztendlich und sehen vor allem, dass Vollzeitjobs verschwinden. Und das ist eine Tendenz, die schon länger so geht, denn nämlich im Grunde seit Ende 2023, so dass wir insgesamt in den USA 1,347 Millionen an Vollzeitstellen verloren haben. Jetzt könnte man ja denken, gut, wer eine Vollzeitstelle hat, der ist besser gestellt, als wenn einer zwei oder drei Jobs machen muss, dann ist er wahrscheinlich aus dem Niedriglohnsektor, aber genau der scheint zu wachsen, während der besser dotierte Sektor leicht und konstant nach unten geht. Und warum ist das relevant in Relation zu dieser wunderbaren Erzählung, dass ja ein starker Arbeitsmarktbericht bedeutet, dass die Wirtschaft stark ist, weswegen die Unternehmen Gewinne machen könnten? Schauen wir uns mal Full-Time Employment Growth an. Also, wie schaut es aus mit den Vollzeitstellen? Wir sehen hier einen deutlichen Rückgang unter Null. Ich hatte das auf anderer Ebene vorhin schon gezeigt. Und jedes Mal, die letzten 7, 8 Rezessionen in den USA sind alle mit diesem Muster vorher versehen, dass also die Vollzeitstellen abnehmen. Das passiert jetzt auch. Dementsprechend aus meiner Sicht das Narrativ zeigt doch, wie bombig die Wirtschaft dasteht, überhaupt nicht tragfähig. Dieses Narrativ hat natürlich aus politischem Interesse Lyle Brainard, ehemaliges FED-Mitglied, jetzt Top-Beraterin in Sachen Wirtschaft der beiden Regierungen, heute verbreitet. Ja, die Wirtschaft kann weiter wachsen. Okay, kann sie das wirklich, wenn die Preise weiter steigen und die Leute schon am Anschlag sind, was den Konsum betrifft? Hier sehen wir mal, dass vor allem eben Foreign-Born Workers hier zulegen können, also Migranten, das hat Thorsten Zwock hier mal rausgearbeitet. Wir sehen, dass in den USA geborene, wenn man so will, gebürtige Amerikaner Stellen verlieren seit Monaten, während eben Migranten Stellen hinzugewinnen. Das sind natürlich Leute, die dann teilweise für weniger Geld arbeiten, teilweise Teilzeitjobs annehmen, also kleine Jobs annehmen. Das wiederum erklärt, warum wir hier diese starke Zunahme von Teilzeitjobs sehen. Das sind wahrscheinlich zu einem guten Prozentsatz eben Migranten, die über die Grenze von Mexiko gekommen sind. Jetzt kommen wir mal zu den Aktienmärkten, die es wieder mal geschafft haben, dieses Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Hier sehen wir mal die Headline von Bloomberg, die so ein bisschen das auf den Punkt bringt. Stocks rise as jobs data show US is powering ahead. Also, dass es der Wirtschaft ganz toll geht. Okay, Goldman Sachs hatte mal im Vorfeld der Daten gesagt, okay, wie schaut es aus bei der Zahl neuer Stellen, wie werden dann die Märkte reagieren? Und so wie es jetzt reingekommen ist, nämlich über 300.000 Stellen, hat man gesagt, mindestens einen Verlust von 0,5% für den S&P 500. Bisher ist es zumindest anders gekommen, weil eben die Wall Street sich an das Narrativ klammert, das wir hier sehen, von Stephanie Link. Warum sprechen wir weniger über Zinssenkungen? Weil die Wirtschaft besser wächst als erwartet und der Konsument weiter stark ist. It's important because it means that earnings can continue to grow. Ich glaube, dass das alles Mumpitz ist, dass diese Erzählung hinten und vorne nicht stimmt. Das werden wir wahrscheinlich sehr bald sehen. Kann sein, dass ich mich irre. Ich lehne mich damit aus dem Fenster. Keine Frage. Wer Prognosen macht, meine Damen und Herren, der ist natürlich in Gefahr, dass die auch einmal in die Toilette gespült werden müssen. Gar keine Frage. Hier sehen wir mal, wie die Anleihemärkte und die Fed Fund Futures reagieren. Also die Fed Fund Futures bepreisen die Wahrscheinlichkeit, wie schaut es aus mit der Zinsentwicklung. Hier die Juni-Sitzung, dass im Mai irgendwas passiert, am 1. Mai bei der nächsten Sitzung der Fed, gilt praktisch als ausgeschlossen. Aber es ist ziemlich knapp, also es ist fast schon 50-50, ob die Fed im Juni die Zinsen senken wird. Und hier sehen wir mal die Reaktion der 10-jährigen US-Anleihe. Die Renditen sind gestiegen, die sind zwar dann wieder ein bisschen von ihrem Hoch zurückgekommen, aber liegen deutlich höher als eben noch vor den US-Arbeitsmarktdaten. Also der Anleihemarkt denkt sich, das heißt eher, dass die Zinsen wohl lange hoch bleiben. Und all das natürlich wichtig jetzt, vor allem auch mit Blick auf die Inflation. Die Inflationsdaten kommen ja nächsten Mittwoch.
Hier unten sehen wir mal Core PCE excluding Food and Energy, also das ist die Kerninflation. Und das tendiert ja doch ein wenig nach oben. Priya Misra von JP Morgan sagt jetzt, also wenn die Serviceinflation jetzt wieder zeigt, oder es sich zeigt, dass die Serviceinflation, also die Inflation im Dienstleistungssektor, wieder nach oben geht. Wir hatten ja Euphorie an der Wall Street, weil beim ISM-Service die Preiskomponente nicht mehr ganz so krass gestiegen ist. All das findet jetzt im Gütersektor statt. Dann könnte die Geduld der Fed langsam auslaufen. Ja, und wir schauen uns gleich mal auch an, was FED-Mitglieder sagen. Aber zunächst mal, hier sehen wir Gold, neues Allzeithoch. Jetzt vermutet Lisa Abramovic, naja, die Märkte, die wissen vielleicht, dass die Notenbanken Gold akkumulieren. Und deswegen gehen wir jetzt mal in Erwartung dieser Akkumulation schon in Gold. Dann sagt aus meiner Sicht The Quant Guy deutlich tiefsinniger, Lisa, hör doch mal zu. Es geht hier vor allem darum, dass die Trader erwarten, dass die Real Rates geringer werden, also die Realrenditen, Renditen minus Inflation, Kapitalmarktzinsen minus Inflation, könnte man sagen. Denn die Inflation steigt wieder, aber die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben, das hat man ja immer wieder gesagt. Vielleicht sogar dann doch senken. Deswegen geht man in Gold. Das ist, glaube ich, das, was hier wirklich die bessere Erklärung ist. Deswegen steigen auch die Anleiherenditen, weil die auch riechen. Die Inflation geht wieder nach oben. Aber wir haben eine Notenbank, die das Ganze nicht bekämpfen will, weil sie den politischen Auftrag hat, im Wahljahr auf gar keinen Fall die Zinsen nochmal anzuheben und außerdem die Schulden ja immer teurer werden. Und wenn wir jetzt von Gold gesprochen haben, dann machen wir mal Looky-Looky auf die Commodities, also Rohstoffe, hier mal Nasdaq in Relation zu Commodities. Ups, höchster Punkt überschritten sogar seit März von der Dotcom-Bubble, März 2000 also. Könnte interessant werden, hier Rohstoffe zu longen und Nasdaq-Werte zu shorten vielleicht, aber ist nur böse Zungen, meine Damen und Herren, die sowas hier sagen, überhaupt denken zu wagen, behaupten. Jetzt haben wir dann Logan von der Fed heute sich äußern sehen. Die einzige, die heute nach der Salve gestern an Fed-Mitgliedern sich geäußert hat und gesagt hat, much too soon to think about cutting rates, also viel zu früh, Wirtschaft zu stark. Wir sehen Inflationstendenzen wieder nach oben gehend, wir sehen Ölpreis nach oben gehen, warum sollten wir da die Zinsen senken? Und die Wall Street sagt, oh mein, dann verschieben wir das halt wieder auf den nächsten Sankt-Nimmerleins-Tag, gell? Dann können wir wieder wie der Esel hinter der Karotte herrennen und wieder The Quant Guy, sehr, sehr guter Twitter-Account, der sagt, die Pressekonferenz 2023, nämlich Dezember 2023, war eine absolute Katastrophe, weil Paul hier praktisch suggeriert hat, die Inflation, die geht vorbei, die ist schon vorbei, weswegen wir die Zinsen senken werden. Die Wall Street hat dieses Narrativ natürlich dankbar aufgenommen, aber es stimmt eben nicht, zumindest was die Inflation betrifft. Was die Fed dann daraus macht, wird man sehen, aber wir sehen, dass immer mehr Fed-Mitglieder, gestern Kashkari, Bostik, wie sie alle heißen, mit Sicherheit jetzt nicht bereit sind, die Zinsen zu senken, auch wenn der Jeromy das wollte. Abschließend noch, meine Damen und Herren, Blick zu meinem viertbesten Freund Elöne. Tesla muss jetzt sehr hohe Preisnachlässe bieten, weil man eben eine ganze Halde an Autos hat, die nicht abverkauft werden können. Man produziert ja sehr viel mehr, als verkauft wird. Also versucht man die irgendwie mit Preisnachlässen rauszukicken. Das dürfte dann den Preisverfall bei Elektroautos noch weiter beschleunigen. New York hat heute das größte Erdbeben seit 140 Jahren erlebt. Laut US-Angaben 4,8 auf der Richterskala. Die Europäer sagen, das Europäische Institut sagt 5,5, was jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Erdbeben, das in New York gibt es nicht so oft. Man hat ja eher so Los Angeles, Kalifornien und solche Bereiche, San Francisco im Verdacht. Aber Indonesien hatte, nee, nicht Indonesien, Libanon hatte heute auch ein ziemlich starkes Erdbeben, by the way. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch drei Empfehlungen. Zunächst mal eine Fremdempfehlung aus der Neuen Zürcher Zeitung, wo ein KI-Experte, der bei Google arbeitet, also bei einer Firma, die sich ja sehr viel Hoffnung macht, mit KI wahnsinnig toll Geld zu verdienen, sagte, dieser ganze KI-Hype ist völlig übertrieben, weil die Investitionen, die getätigt wurden, überhaupt nicht in Relation stehen zu dem Ergebnis, was man da erzielen kann. Man hat 90 Milliarden investiert und wird die auf absehbare Zeit nie wieder sehen, weil einfach
einfach die Erträge zu gering sind und der Aufwand für diese KI-Anwendung, Rechenleistung, Energiekosten so groß ist, dass diese Rechnung nicht aufgehen kann. Das werde ich Ihnen mal unter dem Video verlinken, weil ich ja durchaus vielleicht immer wieder versucht habe zu zeigen, dass diese KI-Euphorie an der Realität vorbeigeht, weil man eben denkt, damit würden alle reich. Das ist Quatsch, das ist Bullshit. Dieser Mann direkt von Google zeigt, warum das so ist. Ich packe Ihnen den Link unter das Video als erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, Bitcoin. Da gibt es einen warnenden Indikator. Jetzt werden natürlich die Bitcoin-Fetischisten sagen, Fugmann, du verstehst den Bitcoin gar nicht. Ne? Alle, die keine Fans sind, die verstehen das nicht. Ne? Das ist so die Zeugen Jehovas Argumentation, ne? Scientology oder was haben wir da noch? So ein bisschen religiös motiviert, ne? Aber Schwamm drüber. Also das für diejenigen, die sich interessieren, was da vielleicht für ein baldiges Ende der Aufwärtsbewegung bei Bitcoin sprechen könnte, muss nicht sein, aber könnte, und dann auch genau Ähnliches beim Nasdaq. Hier sehen wir Formationen, die doch sehr stark an Ende 2021 erinnern. Wir wissen, dass dann Anfang 2022 die Fed andeutete, wir werden die Zinsen anheben, und vorbei war mit Rallye. Also zwei Empfehlungen von Finanzmarktwelt und vor allem diese KI-Story, das vielleicht mal zum besseren Verständnis. Dann sagen viele natürlich wieder, Fugmann, du hast keine Ahnung von KI, aber dieser Typ hat Ahnung von KI, den ich Ihnen hier nochmal zeige, denn er ist bei Google damit beschäftigt. Also drei Empfehlungen, jetzt schönes Wochenende, servus, ciao.